Hallo Leute, recht herzlich willkommen auf dem Kanal As Reiter. Wir sind in Folge Nummer 28 von Transport Fever 2. Ja, wir müssen hier das letzte Stück noch zweigleisig machen bis zum Bahnhof Leitzkau und das würden wir in dieser Folge dann machen und danach gucken wir weiter, was wir machen. Vielleicht müssen wir hier nochmal schauen, was die Eisenerzbergwerk macht, was da die Fahrzeuge so transportieren und so. Das gucken wir uns alles nach dem Intro an. Bis gleich. So, gerade kommen hier oben noch ein paar Fahrzeuge rein. Tank-LKW, Rungen-LKW war da gerade. Und jetzt kommt hier auch noch ein Tipper-LKW. Oder ist das ein Kipper? Ha? Keine Ahnung. Egal. Plan-LKW, da geht's voran. Das heißt, es gibt weitere Fahrzeuge, die wir da brauchen oder machen können. Und wir sind aber definitiv hier unten erstmal zugange. Warum hat denn der jetzt hier hinten? Ach so. Da müssen wir jetzt mal schauen, dass wir hier das zweite Gleis einfach daneben basteln, ne? Erstmal. So sieht auch schon ganz gut aus, oder? Und da geht's auch weiter. Und dann noch hier. Und da hinten ist, glaube ich, schon irgendwie auch eine Weiche, ne? Ja, genau. Aber der Bahnhof sieht da auch irgendwie komisch aus, ne? Oder? Was machen wir jetzt hier? Ich glaube, wir machen mal so, ne? Das passt dann schon. Und hier machen wir eine Kreuzweiche raus, oder? Wie war das? Da muss man so machen, dann da draufklicken, dann Ja sagen und dann wird es umgebaut. Und dann ist das eine Kreuzweiche, ne? Ja. So, und dann sehen wir, dass die Strecke rechts keinen Strom hat. Kann ja sein, aber ist erstmal egal, glaube ich. Jetzt müssen wir hier oben noch ein bisschen basteln, an dieser Stelle. Und hier müssen wir wahrscheinlich erstmal gerade was wegreißen, damit das mit dem Fahren klappt. Auch nicht möglich. Geil, oder? Ist jetzt fertig angeschlossen? Sieht so aus. Ach, Tante Mimi hatte mir letztens irgendwann gesagt, warum da ein Zug nicht gefahren ist. Jetzt weiß ich allerdings auch nicht mehr, wo das war. Ja, schwierig, ne? So, lass uns schnell noch ein paar Signale stellen. Damit das hier klappt mit dem Fahren, ne? Geht das so richtig? Ja. Der da lang und der auf jeden Fall da lang. Da ist egal. Da sollte so klappen, ne? Wir machen mal hier noch ein paar Signale hin, denke ich. Das ist auch gut. Hier sind schon welche, die können wir dann ergänzen. Ach so, okay. Ja, ersetzen wollen wir. Der fährt schon durch jetzt. Und dieses können wir auch ersetzen. So, das ist schon mal erledigt. Und ja, machen wir hier auch noch welche hin. Und wie sieht das hier aus? Hier haben wir schon welche, ne? Ja, passt. Okay, dann sind wir mit der Bahnstrecke erstmal durch. Das läuft soweit. Also wir wollten hier unten gucken, wie es hier aussieht mit den weiteren Arbeiten an unserem tollen Eisenbergbau. Eisenerzbergwerk, so heißt das Ding. Die LKWs, die fahren hier hin. Wie viel sieht es denn hier aus mit Lieferungen? Hier, der Bahnhof ist voll. Das heißt, da müsste definitiv mehr transportiert werden. Wo fährt er denn? Jetzt kommt er gerade. Der fährt 40 Tonnen weg. Machen wir gerade schneller.
Wie sind denn 40 Tonnen? Macht er den Bahnhof leer? Nee, bestimmt nicht, ne? Der fährt da rein, ist das richtig? Ja, geht wohl. Aber hier ist nichts passiert, wie ihr seht, ne? Das heißt, da muss noch ein Zug drauf. Wie sieht es denn hier oben aus? Hier wird ja angeliefert, ne? Im Lager einer. Kohle ist genug da. Nur Eisenerz nicht. Das heißt, definitiv fehlt da ein Zug. Okay, der fährt jetzt komisch hier raus, ne? Weil wir das irgendwie doof gebaut haben. Das konnte man, glaube ich, letztes Mal schon geguckt. Das konnte man nicht korrigieren, oder? Vielleicht ist mit dem Abspeichern ja besser geworden. Sollen wir das mal checken? Oh, ich sehe schon, das ist noch nicht mal passend hier. Das ist noch nicht mal fertig geworden. Okay, das heißt, das Ganze nochmal abreißen. Gleise. Jetzt ist es erstmal fertig, ne? Wenn ich jetzt hier rauskomme, ne? Dann komme ich da aber nicht mehr rum, oder? Doch, geht. Dann ist doch alles gut erstmal, oder? Warte mal. Machen wir mal anders. Wenn der so rausfährt, ne? Fährt der so auch raus? Dann so. Kriege ich den dann auch noch darüber? Krümmung zu groß. Warte mal, dann lass uns mal gerade den hier erst nochmal wegmachen. Nochmal das Gleis holen hier. Nee, schade, wird nix. Aber ist ja erstmal egal, oder? Krümmung zu groß, brauche nicht möglich. Aber er kann da jetzt erstmal so rum rausfahren dann, ne, oder? Gut. Machen wir erstmal so. So, Kredit müssen wir da aufnehmen. Ich glaube, wir machen mal mit 4 was. Gehen da hin. Fahrzeug kaufen. Holen uns jetzt eine schicke Lok. Die fährt schon 100 km/h. Die fährt 120. Wow. Die kostet aber auch schon 3 Millionen. Unsere Lok ist nicht mehr da, die günstige, oder wie sehe ich das? War 8 Millionen. Ja, sortieren, Typ, ne, Preis. Wo ist denn hier Kosten? Und dann andersrum. Warte mal, das ist dann das teuerste, ne? Okay. Das heißt, das ist jetzt unsere günstigste Lok. Oder die, na, no, die kostet Vermögen, ne? Ja, müssen wir die nehmen, hat ja anders keinen Sinn, ne? Und dann brauchen wir einen Typen. Und dann brauchen wir einen Schüttgutwagen. Der kann das. Fährt 80, die Lok fuhr 90, ne? Der fuhr nur 50, der fährt 90. Ein anderer ist jetzt noch nicht da. Das bedeutet, wir kaufen den. 40 war immer angesagt, ne? 40 reicht nicht vom Geld her jetzt hier. 4 Millionen, leicht daneben. Jetzt, ja, komm, da, gekauft. Gut, und jetzt? Dieser Zug kommt jetzt auf welche Linie? Ah, da muss ich erst gucken, das weiß ich nicht auswendig.
Zug 3 fährt auf Linie 26 wohl. Ist er das? Muss ich kurz gucken, wo er abbiegt. Oder ob er abbiegt überhaupt. Wenn er hier rumfährt, ist es der falsche. Wenn er da lang fährt, ist es der richtige. Okay, Linie 26 ist richtig. Gut. Und da kommt er. Fährt das erste Mal raus. Ja, die Lok da hinten ist natürlich jetzt überholt. Ne? Der fährt nur 60, der blockiert ja den anderen dann, oder? Ja, 60 km/h. Das weiß ich jetzt auch nicht. Dann wird er irgendwann dahinter hängen. Dann werden wir das sehen. Und wenn wir das sehen, dann müssen wir überlegen, dass wir den Zug austauschen. Hier kommt der Schienenexpress, der rote Pfeil. Er fährt jetzt durch. Und hat das Ziel Lightscore. Das passt, glaube ich, dann. Fährt da runter. Das ist auch okay. Gut, läuft erstmal noch. So, hier unten ist einer, der jetzt Dingens Passagiere bringt. 30 von 44, das sieht erstmal ganz gut aus, oder? Das ist erstmal nicht schlecht. Aber fährt gerade hier knapp Minus ein, aber da müsste ja jetzt Plus raus werden, oder? Ja, 217.000. Tanker, Schubboote. Krass. Noch mehr Schubboot. Was da gerade alles neu kommt, ist ja schon mal geil, oder? Jetzt müsste ja der andere hier auch irgendwo schon sein, ne? Der. Und wo ist er? Er ist hier. Und der fährt nur 57 km/h hier runter. Sind die Gleise langsamer? Kann das sein? Weiß ich nicht. Die Ölquelle schließt, da können wir auch nichts gegen machen, brauchen wir gar nicht uns drum kümmern. Jetzt ist nur die Frage, ist der Zug denn? Ja, okay, da sind ein paar Haltesignale zwischen. Sollte erstmal klappen. Der fährt jetzt hier mit 80 runter. Okay, dann holt er den auf jeden Fall ein. Da müssen wir da kurz überlegen, dass wir das Geld zusammensparen und dann die Lok tauschen. Ne? Anders geht das gar nicht. Ja, 69 fährt er hier. Okay, das müsste erstmal alles so weit klappen, oder? Müsste bis hierhin locker vorfahren. Und wenn der da durch ist, müsste der andere auch bis dahin fahren. Das könnte gefährlich werden, dass der hier... Nö, das wäre auch egal, glaube ich noch. Der kreuzt ja nicht. Wir bestehen hier 6, okay. So, da kommt der erste Dampfzug an und holt wieder Eisen ab. So, mal gucken, wie das läuft hier. Er ist schon hier. Fährt 6 mal, okay. Ich glaube, der hat angehalten gerade, weil die Strecke noch nicht frei war. Kann das sein? Okay, er fährt jetzt hoch mit voller Ladung. 40 Tonnen. Okay, aber er hat hier irgendwie was anderes, aber das ist, glaube ich, erstmal egal, wenn da Kohle steht, ne? Dann wird er gleich hier das umschwenken auf Eisenerz. Aber wir können noch ein bisschen schneller. Machen wir gerade. So, jetzt müsste er gleich kommen. Da ist er. Und wird hier irgendwas von leer? Ich glaube nicht, oder? Also hier liegt viel mehr, ne? So.
Ja, jetzt werden wir mal schauen, wie es ist, aber der wird wahrscheinlich jetzt hier nicht durchfahren können, oder? Doch, kann er. Oder da nicht? Ah, da kann er nicht. Da hält aber schlecht an, weil da blockiert er mir die Strecke. Aber er ist schon durch, das heißt, er fährt schon weiter. Ja. Geht, können wir erstmal so lassen, glaube ich. Aber der quält sich natürlich hier den Berg jetzt hoch, oder? Er muss an dem Signal vorbei sein, damit der andere dann hier weiterkommt. Schauen wir mal, ob das was wird oder nicht wird, weiß ich nicht. Da hinten kommt der andere. Ah, ja, der ist gleich hier schon vorbei, dann kann der auch weiterfahren. Das sollte nicht das Problem sein. Hier ist klar, da ist klar, ja, das funktioniert alles. Gut, der Zug mit den Personen hier hinten, der müsste aber fahren, oder? Oder stehen die jetzt irgendwo hier? Nein. Ne, die fahren. Ich weiß nicht, was da war, Tante Mimi. Könnte sein, dass ich das doch noch behoben habe, ne, oder? Aber ich weiß es nicht. 385 hat er. Wo ist denn der zweite? Hier geht zwar weiter, aber hier fährt keiner weiter, ne? Wo ist denn der? Ah, da ist er. Ja, die fahren aber beide plus ein. Das ist ja schon mal gut, ne? Wo wollen die alle hin? Die wollen nach Pellingen. Wenn die dahin wollen, ist doof, ne? Weil der ist ja jetzt schon voll gewesen, oder? Ja, nur 20 sind da drin. Ist das vielleicht gar nicht so prickelnd? Was kostet so einer? Der kostet 2,7 Millionen. Bisschen viel, ne? 1,4 Millionen kostet der hier. Und wie viel kann der? Auch 20, okay. Da kannst du zwei von kaufen, bist du bei 2,8. Da hast du aber 40 und dann musst du noch eine Lok vorspannen. Ja, das weiß ich jetzt noch nicht. Ich glaube, da müssen wir noch ein bisschen abwarten. Aber das ist jetzt hier nicht so ganz so toll. Ja, jetzt fährt er gleich auch schon Minus ein, oder? Linie 29 ist das. Okay, 5.420 steht da jetzt noch. Kommt jetzt an. Fährt in den Bahnhof rein. Und jetzt 32.000 Miese, aber jetzt entlädt er und jetzt hat er 352.000. Ja. Das wird noch nicht so richtig, ne? Oh, hier ist noch was falsch. Hier geht was noch nicht. Das meinte Tante Mimi spinnt dann, ne? Und jetzt fährt er auf der anderen Seite. Ja, er fährt jetzt auf der anderen Seite. Muss er ja da auch. Und da muss er das auch. Konnte der denn hier noch irgendwo rüberfahren? Ah, hier irgendwo wahrscheinlich. Okay, läuft aber jetzt. Und ich denke, wir machen auf jeden Fall das hier mal gerade. Falls einer warten muss, macht das nämlich nicht gerade so viel Sinn, ne? Ah, lass das mal so. Das ist schon alles gut. Gut. Haben wir hier genug Signale? Ja, hier haben wir genug Signale, glaube ich, oder? Obwohl hier hinten fehlt es noch ein bisschen. Lass uns hier auch noch gerade welche hinstellen.
Da sind schon welche. Können wir so lassen, denke ich. Gut. Der fährt jetzt dahin mit 120 km/h. Das ist alles okay. Anderes Fahrzeug ist... Wo ist denn das andere jetzt? So, der tuckerte da hinten noch irgendwo rum, ne? Kann das sein? Wo ist denn der? Hier ist er, oder? Ah, der fährt miese ein, ne? Der hat auch nur 13 von 48. Das ist schon mal schlecht. Das heißt, hier fehlt irgendwas. Aber wir haben es ja aufgerüstet. Wir fahren ja mehr Eisenerz hier hin. Und Dingens sagt schon, Kohle ist ja da. Das heißt, die Produktion von Stahl sollte dann auch besser sein. Das müsste eigentlich funktionieren jetzt, wo wir da mehr anliefern. Ich sag mal, wir können da erstmal einen Cut machen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.